Eine Dose Cola enthält 10 Teelöffel Zucker. Das ist die Menge, die die Weltgesundheitsorganisation als maximale Tagesdosis empfiehlt. Welche verheerenden Folgen der Konsum einer Dose Cola haben kann, erfahrt ihr jetzt. Los geht's! Nach 20 Minuten. Unser Blutzuckerspiegel steigt und der Körper fängt an, Insulin zu produzieren. Dies wird benötigt, damit unsere Leber den in der Cola enthaltenen Zucker in Fett umwandeln kann. Nach 40 Minuten. Die Aufnahme von Koffein ist beendet, unsere Pupillen weiten sich und der Blutdruck steigt an. Des Weiteren sind die Adenosinrezeptoren in unserem Gehirn blockiert, was verhindert, dass wir müde werden. Nach 45 Minuten. Unser Körper produziert jetzt große Mengen des Botenstoffs Dopamin, welcher dafür sorgt, dass wir glücklich werden und unser Wohlbefinden steigt. Dieser Effekt kann süchtig machen, man erlebt ihn zum Beispiel auch beim Konsum von Zigaretten. Nach 60 Minuten. Die Phosphorsäure konzentriert Magnesium, Zink und Calcium im unteren Verdauungstrakt. Dies regt unseren Stoffwechsel an. Verstärkt wird das Ganze noch durch den immer noch sehr hohen Zuckergehalt in unserem Körper. Nach 70 Minuten. Das Koffein bewirkt, dass wir trotz der kleinen Menge Flüssigkeit auf die Toilette müssen. Calcium, Magnesium und Zink, die sich im unteren Verdauungstrakt befinden, werden ausgeschieden, statt zu unseren Zähnen und Knochen transportiert zu werden, wo sie eigentlich benötigt werden. Nun fängt die Wirkung der Cola an nachzulassen. Der Zuckerspiegel im Körper sinkt stark und wir werden träge und reizbar. Also Freunde, auch wenn Cola extrem lecker ist, solltet ihr sie nur in Maßen verzehren. Euer Körper wird es euch danken, denn Cola steigert außerdem das Diabetesrisiko und verursacht Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jetzt solltet ihr euch noch anschauen, was mit Cola passiert, wenn man sie mit Milch mischt. Ein wirklich sehr interessantes Video. Dazu einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao!